Nein, nicht schon aufnehmen. Nein, Moment. Trocken. Scheiß Salzstangen. Hey Leute. Also, jetzt werde ich angeschrieben, was zur Hölle. Ich wollte mal ein kurzes Zwischenvideo geben, weil es ist lange nichts passiert. Aufnehmen ist gerade schwierig. Erzähle ich gleich warum. Und ihr seht ja hier, eine Woche, zwei Wochen und dann geht schon der Monat los. Ist ein bisschen wenig in letzter Zeit gewesen. Also, kurzes Zwischending. Momentan ist für mich Aufnehmen, damit ihr es alle wisst, weißt du, weil es ist ja so, ich schreibe immer irgendwas ins Bulletin verschwindet, ich schreibe was in die Kanalkommentare verschwinden, weil zu viel geschrieben wird oder mal ein Spam kommt. Also, mir geht's jetzt wieder gut. Ich wäre theoretisch rein physikalisch oder physisch, wie sagt man das, ist physikalisch, physisch, egal, in der Lage, wieder aufzunehmen. Problem ist nur, ich muss noch sehr viel erledigen, was hier so außerhalb des Monitors, ich fasse ihn gerade mal an. Habt ihr gehört? Wahrscheinlich nicht. Gerade so abgeht. Oh, komm jetzt nicht online, du Sack. Du bist ja bei der Aufnahme. Was das angeht, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau. Muss ich noch viel erledigen. Viel Schreibkram, ich dies und das. Mittwoch habe ich noch einen Termin. Dann habe ich, glaube ich, Freitag. Das ist der 10. Der 10. wäre Mittwoch, oder? Nein, der 10. ist ein Donnerstag. Da habe ich noch einen Termin. Ich habe mir da irgendeinen Termin gespeichert, aber ich weiß nicht. Irgendwas war am 10. Egal. Habe ich einen Termin und Wochenende bin ich auch nicht da. Und oh mein Gott, heute ist Montag und ich war hier heute auch nicht da, weil Geburtstag feiern letzten Samstag war. Auch Feier und so. Also, Leute, es geht auf jeden Fall definitiv bald weiter. Keine Angst, ich bin noch nicht. Und ich weiß, ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht vom Fenster weg. Vom. Puh, ich bin noch da. Ich lebe noch. Mir geht's jetzt wieder gut. Aber eben, das Real Life nimmt mich gerade ein bisschen ein. Deswegen ist es schwer für mich, doch aufzunehmen. Und die wenige Zeit, die ich im Real Life habe, bin ich lieber mit Freunden unterwegs. Beziehungsweise... Alter! Mach ich lieber... Ich gehe gleich raus hier. Mach ich lieber irgendwas mit Leuten halt. Ja, oder sitz halt mal abends in der Skype-Config ganz entspannt und spiel irgendwas mit den Leuten. Weil halt das, was ich nicht freizeitmäßig habe, ist ein bisschen stressig. Aber ich kann euch versichern, dass es im Laufe dieser Woche weitergehen wird. Ich habe auch die Challenge nicht vergessen. Diese, wie hieß das nochmal? Punk-O-Matic Challenge, genau. Habe ich auch nicht vergessen. Der gute Nerox und ich werden das auf jeden Fall bald auswerten. Keine Angst. Niemand von uns weiß, also ich weiß schon, wer es ist. Er weiß es nicht. Das heißt, es ist doch relativ objektiv bewertet. Von mir aus zumindest, weil ich ein sehr objektiver Mensch bin. Nerox denke ich mal auch. Nichtsdestotrotz werden wir das auswerten. Das dauert auch eine Weile. Wir fangen jetzt erst an. Das heißt, diese Woche wird es wahrscheinlich nichts. Aber ich vermute mal, ab nächste Woche geht die Auswertung los. Wir werden uns ein, zwei Tage hinsetzen. Immer mal zwischendurch reinhören. Und dann werden wir alles auswerten. Es kamen sehr viele. Hätte ich nicht gedacht. Zusendungen. Auf jeden Fall wird es die Plätze 1 bis 3 geben. Was Platz 2 und 3 gewinnt, kann ich noch nicht sagen. Platz 1 bekommt ja einen persönlichen Arschtritt von mir. Falls wir uns mal treffen sollten. Davon gehe ich mal aus. Platz 1 bekommt ein persönliches Treffen mit mir. Da müsstet ihr nur nach Berlin kommen. Nichtsdestotrotz. Was mache ich eigentlich? Ja, gehe ich meine Favoriten hier ein bisschen durch. Während ich das Video... Guckt mal hier, schöne Favoriten. Ihr könnt euch mal meine Favoriten angucken. Ich habe nur ungelogen bestimmt 20 Milliarden Stück. Jedenfalls, ja, das wird weiterkommen. Es wird auf jeden Fall bevorzugt erstmal mit Dead Space an sich weitergehen, da ich das Projekt endlich beenden möchte. Als Nebenprojekt werde ich Barbie natürlich auch noch weitermachen mit dem guten Navatu. Ich werde das nächste Mal die Soundeinstellung etwas überarbeiten, weil ich war sehr schlecht zu hören. Und es wird auch weiter mit Secret of Evermore gehen, definitiv. Das heißt, die drei Projekte erstmal als Hauptaugenmerk geschlossen. Die anderen lasse ich jetzt erstmal liegen, bis ich diese drei Projekte abgeschlossen habe. Danach geht es mit den anderen auch weiter. Nichtsdestotrotz fange ich trotzdem nebenbei noch neue Projekte an. Mach so zwischendurch oder ich mache halt die bestehend weiter. Aber bevorzugt werde ich erstmal mit denen aufnehmen, damit ich endlich mal irgendwas beenden kann. Weil ich, wie ihr sehen könnt, noch einige laufende Projekte habe. Wobei Let's Battles erstmal natürlich
nicht so aktiv sind. I Wanna Be The Guy muss ich auch mal irgendwann wieder weitermachen. Mit dem guten Timmy. Timmy. Und Kirby's Fun Pack endlich mal anfangen hier. Mensch, Kobi, du geile Sau. Und wie gesagt, Dark Sector, Dead Island werden erstmal noch ein bisschen zurückgeschoben, bis ich Dead Space und Barbie fertig habe und vor allem Secret of Evermore. Faxanadu, irgendwann mal, wenn ich betrunken bin. Ja, das war erstmal ein kurzes Zwischending, weil ich einfach zu lange Pause mache. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Wie gesagt, Real Life, viele Sachen, gerade Schriftkram, viel zu erledigen, viel Postangelegenheiten, viele Termine, sei es beruflich, sei es privat. Ist momentan alles ein bisschen gestaut, aber ich denke mal, dass es bald definitiv wieder weitergehen wird. In der Zwischenzeit immer meine alten Empfehlungen, die ihr mittlerweile schon kennen solltet. Und zwar meine alten Let's Plays, meine vorherigen Let's Plays, meine letzte Zeit laufende Let's Plays. Boah, ich bin so geil auf mich selbst. Boah. Naja, und das neue Design ist weg. Gott sei Dank, das war so hässlich. Ihr habt es nicht gesehen, Leute, es war ultra beschissen. Und hier, geh weg. Ja, also, das war erstmal Zwischending. Ich werde wieder schöne Musik im Hintergrund laufen lassen. Mal schauen, was sich finden lässt. Wie lange läuft denn die Aufnahme schon? Scheiße, 6 Minuten. Willst du mich rollen oder was? Ich laber viel zu viel, Leute. Es tut mir leid, aber ich hoffe, ich konnte euch wenigstens ein bisschen erklären, warum ich erstmal nichts mache und wie es weitergeht. Das sollte erstmal reichen. Ich hoffe, ein Rülps pro Part muss sein. Oh, ich hoffe, dass ihr das versteht. Und wer es nicht versteht und mich jetzt deswegen anmault, von wegen, mach mal nicht so viel unnötige Infovideos, in den 6 Minuten hättest du schon einen halben Let's Play-Part aufnehmen können. Da überlege ich mal ganz stark, ob der nicht von mir blockiert wird. Weil irgendwann geht mir sowas voll auf den Sack. Also, Chikdigi, Halababulu, hauen sie rein, weiterschauen, reingehauen und weiterschauen, Error. Haha. Und ich grüße alle, die mich kennen. Ich grüße meine Familie, ich habe euch alle lieb, ihr seid die besten Abonnenten, die es gibt, ungelogen. Ich habe selten bei irgendwelchen anderen Leuten so ultra nette und vor allem sympathische Abonnenten erlebt, wie bei mir. Ich alter Schleimer. Nein, aber stimmt wirklich, ich mag euch, ich finde euch voll putzig, ich finde euch voll toll. Also, hui.